Für dich. Manchmal nervt das schon extrem. Gerade so ein Low-Level, was ist 20 Level. Ja, ist halt mit Kibbel eigentlich. Ja, so ein Scheißfeld, das Spiel ist schon wie 10.000 Dollar, ist das schon ziemlich stabil. Gut, mit Kibbel natürlich geht das schon viel schneller. Mit Kibbel wären es jetzt bei 10 Minuten gewesen. Übrigens. Ja, Eier habe ich. Ich habe einen Hühnerstall hier quasi. Aber es geht um diese Karotten. Und Karotten kriege ich ja nur aus. Und ich kann nicht bis zu die Mountains fliegen, weil ich kein Flugsrohr habe. Also brauche ich ja erstmal ein Flugsrohr zum Anfang. Ja, genau. So. Boah, paaren dauert aber lange, ne? Ich habe das mal bei einem Dodo versucht. Ein Dodo brauche ich, da muss ich eine Stunde da bleiben und den per Hand füttern. Hey. Übrigens, nur so als Information. Ja, okay. Ich wollte den, ich habe gedacht so, ja gut, werden vielleicht 15, 20 Minuten sein. Ballast immer rinne, per Hand aufziehen, eine Stunde. Willst du mich verarschen? Jo, ich komm. Aber ich laufe gleich nochmal zurück, ne? Ich gebe dir jetzt erstmal die Sachen und dann laufe ich nochmal zurück. Ich muss mir auch nochmal Metall, liegt noch im Ofen. Das Metall. Ich hoffe, du kommst allein noch gut aus. Picke reicht doch jetzt erstmal, ja? Ist okay? Oder soll ich noch was herstellen noch? Ja. So. Zack. Nein, das war das Falsche, sorry. So. %55, eigentlich geht das schnell. Ja, gut, okay, die Stunde, ja, in Ark ist eine Stunde sowas von schnell rum, ich weiß. Du bist so schnell vertieft, da ist schon wieder 23:30, ich sehe, ich hab um 5 angefangen. Das Neue? Wann ist denn das rausgekommen? Ist dann von den Machern von Ark oder was? Ja. Ach so, nur eine neue Map. Ach so, auf dem Spiel hier aber eine neue Map. Na, ja, halt so bestimmt, das war ja auch ein großer Hype mit Scorch 11, ne? Es war sehr an. Ja, aber es wäre sehr. Zum Anfang war es sehr anstrengend, weil Hitze, Wasser war knapp und die Skorpione und alles. Also, es war. War schön. Ja. Nee, ich habe den Season Pass nicht. Ich habe das nicht gemacht. Ich müsste es immer per Hand kaufen. Das war immer mein. Das war dumm von mir, wie ich das gemacht habe. Achso. Ja, ich hab mir diesen Pass geholt. Ja, ich hatte aber. Ich weiß nicht, ob der noch im Angebot ist oder war. Der war auf jeden Fall im Angebot. Der hat von 40 auf 30 Euro oder sowas. Da geht der alle neuen Updates, alles was neu ist im Markt, ist automatisch. Ja. Nicht Xbox Pass, sondern Ark Pass. Ja, und dann hab ich mir direkt zack, 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 geändert und dann war gut. Modernen Server zu finden, das ist dann gerade offiziell, das ist Katastrophe. Vor allen Dingen, ich hasse das ja, wenn du auf den offiziellen Server kommst und dann BVE, alle haben schon X-Daten und X-Daten gebaut, was diese Pfeiler. Ja, ich weiß, das kotzt. Ja, deswegen habe ich auch Primitiv Plus erstmal bevorzugt, weil spielen weniger Leute und du hast nicht dieses Problem. Ja. Vor allen Dingen hast du auch noch echt soziale und nette Menschen, also du kannst dir öfters mal Dinos ausleihen und so von anderen Leuten, das machen sie gerne. Echt? Ja.
Sagst du mal kurz, ich brauche mal hier kurz einen Rex zum das und das Farm. Ich habe mal das und das Problem, haben sie mir auch gemacht, kurzzeitig mal so. Das hat auch gut funktioniert gehabt. Was denn? Ja, ich weiß. Genau deswegen bin ich auch eigentlich davon erstmal weggegangen. Pfeiler hin. Naja. So dass du keine Möglichkeit hast, Ich da weiß. irgendwo was zu bauen. Aber das Geilste ist, wenn die es schon mit Absicht so gebaut haben, wenn du in der, keine Ahnung, in welcher Zone du spawnst dann immer in der Base schon mit Absicht. Oder am besten noch irgendwo gleich, wo du gleich stirbst, weil sie es mit Absicht so gemacht haben. Genau. Naja. Oder die Munition, die dann da nicht da auf dem Pfeiler setzen lassen. Dann Ja. muss die Kiste oben auf dem Pfeiler bleiben. Weißt du, solche Scherze und so, viel zu spaßig, wenn soll. Das ist einfach nur Dummheit. Aber na gut, das sind dann auch meistens wieder Kiddies, die wieder denken, die sind die Besten dadurch. Genau. Das ist halt leider so. Richtig. Idioten gibt's halt. Aber Oh ja. Beeinflussen kann man es trotzdem nicht. nee, nicht so wirklich. Ja, sollten Argmacher, sollten sie sich da mal einfallen lassen. Einfach nur so die Pfeiler setzen kannst oder sowas, weil es einfach nur Füchsdollerei, sondern mit Sinn und Verstand. Weil es ansonsten geht das nicht. Aber wer will das beobachten oder wer will das, ja? Wie willst du das am besten regeln? Das ist halt Genau. immer so eine Sache. Ja, also ich finde, man ist einfach nur Programmfehler dann halt, ne? Dann sollten die halt die Programme so abändern, dass du die Pfeiler nur in Verbindung mit Bauwerken setzen kannst. Ja, du, gut, das wäre ja logisch, ja. Und das wäre wieder. Ich weiß, dass es Arbeit wäre, aber entschuldige bitte mal, also dafür bezahlen wir ja alle Geld, ne? Aber so ist es ja nicht. Was schmeißen wir gerade noch ab? Das, was ich gerade nicht brauche. Abgefahren. Ja, okay, tschüss. Schon Dings gelernt, Blumentöpfe da, diese Beete. Ja, aber habe ich halt noch nichts reingesetzt, weil brauche ich ja jetzt noch nichts großartig. Achso, jetzt so Nahkupfer einsetzen können, oder wie so Bugs. Ich renne. Hast du denn noch 100 Stück raus? Ah ne, warte mal, der ist im Track drin, oder? Hätte ich den drin lassen? So mache ich, also habe ich das immer gemacht, da brauchst du nicht immer rumzufarmen. Weil du kannst ansonsten jeden Müll suchen, jeden Mist, jeden Müll. Du kannst ja so mit den Narkobären, was die macht, hast du da die Narko, wie heißt diese Samen, machst du da einfach nur rein. Ja, ich will es mit Dünger, ich habe ja schon Dünger halt vorbereitet, aber ich war halt schon da angepisst ab dem Moment, wo ich gelesen habe bei Wiki, dass es hier auf der Map, oder nicht auf der Map, dass es bei Primitiv Plus ist. Ich wollte ja eigentlich alles vorbereiten für die Karotten. Wollte Karottensamen farmen und habe gesehen, da kommt keine raus. Erstmal bei Wiki geguckt. Ach so, findest du nur in den Mountains? Na, herzlichen Glückwunsch. Da war ich schon angepisst und wollte ja nichts mehr machen. Du findest keine Karottensamen hier. Du musst erst zu den Mountains gehen. Tja, wenn du mich das fragen würdest nochmal neu, das ist. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass es in den Mountains ist. Und dann müsste ich sowieso später nochmal gucken in den Mountains. Aber dafür bräuchte ich ja so oder so erstmal ein Flugvieh. Ich muss ja nur schnell ein, zwei Korötchen holen und dann reicht es ja. Müsstest du jetzt nicht so langsam nachfinden? Ich muss nochmal Narko farmen, ne? Sag mir doch was. B 40. Ja, aber nicht für das ganze. Ja, und dann am Ende findest du nichts mehr, weil hier alles abgefarmt ist. Ja, deswegen habe ich ihn ja geholt. Ich werde schon wieder von dem Vogelfieh angegriffen, ne? Ich komme nicht so nah, nicht, dass der dich jetzt angreift. Ja, ich werde angegriffen, nicht, dass du jetzt noch davon getroffen wirst. Ich bleib ein bisschen auf Entfernung jetzt gerade mal. Okay, es hat sich aber sehr schnell wieder verpissen. Okay, diesmal. Okay, wenn du keine Lust hast, dann halt nicht. Gut, ich kann wieder kommen. Oder was? So, dann könnte ich aber gleich mal den Sattel noch erforschen. Habe ich noch gar nicht gemacht.
Also, Gott, ja, bei welchem Level sind der Sattel? Bestimmt ein bisschen tiefer. Raptor-Sattel. Die meisten Sachen, die ich hier sehe und lese, habe ich noch nicht einmal benutzt im Leben. Ja, keine Ahnung, viele Sachen habe ich hier noch nie benutzt. Pentera. Ja, aber Pronto meinst du? Nicht? Ach, Flugsau. Ach, hier, Quetzal. Ja, ist halt auch das beste Nutztier, ne? Sagen wir es mal so. Ich nehme mir mal ganz kurz nochmal den Raptor weg. Was willst du jetzt machen? Was macht man jetzt so? Level 90er, was willst du machen? Lass ihn mal ein bisschen weglocken von unserem Tier. Der stirbt, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Lebt unser noch? Lebt unser Flugzeug hier noch? Da muss er ihn umgebracht haben. Na, Scheiße. Ja, jetzt ist er down, Scheiße. Nee, es ist da down. Scheiße. Ja, hier ist die Kiste. Ja. Na gut. Ja gut, man hat's versucht. Müssen wir halt nochmal farmen. Ist ja nicht so schlimm. Es ging eigentlich nur darum, ja, müssen wir halt nochmal irgendwann mit Fleisch machen. So. Ja, erstmal zurück. Ja, ich fahr los. Kommt der Teug hinterher? Ich warte, alles gut. Ganz gleich schon. Oh Gott, leck. Oh. Ist ja noch genug Zeit, das war jetzt mein erstes Mal und oh, ich wusste niemals. Ey, ich hab den Kanon nicht gesehen, verdammt, sonst hätte ich gleich angegriffen. Ja, Alpha. Ach so, nee. Ja, mit den. Jo. Ja, aber solange du im Twilight bleibst, dann können wir das öfters machen mit Pentarodon. Vielleicht haben wir dann mal Glück. Ich habe ja auch heute angefangen eigentlich und wollte und habe gesehen, scheiße, Level 45er. Nee, machst du nicht. Machst du niemals. Dauert mir zu lange.